So, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Lisa Hassenthal. Ich darf die jetzt noch neu hinzugekommenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr herzlich begrüßen und möchte dann auch direkt beginnen mit dem heutigen Webinar. Das Thema Investieren mit Zukunftsblick, ein Einstieg in nachhaltige Geldanlagen. Ich habe das eben schon einmal angesprochen, ein, wie ich persönlich finde, sehr, sehr spannendes Thema. Und ich weiß derzeit ja auch wirklich, sehr präsent auch in den zumindest mal in den Finanzmedien, insofern doch auch immer häufiger mal in Beratungsgesprächen einfach von Kundenseite thematisiert, was mich natürlich sehr, sehr freut und insofern eben auch aufgrund der entsprechend hohen Nachfrage heute Abend mal ein kleines Webinar zum Einstieg in das Thema, denn das sei vielleicht vorausgeschickt. Die Thematik ist doch einerseits sehr einfach erklärt, andererseits doch sehr komplex, weil es eben viele Aspekte gibt, die man berücksichtigen kann, respektive es gibt da eben auch kein richtig und kein falsch. Das werden wir jetzt auch gleich noch sehen, denn hier geht es ja doch bis zu einem gewissen Grad eben auch um Ethik und insofern hat da natürlich auch jeder sein eigenes Werte- und Ethiksystem und insofern ist es dann doch immer recht spannend, da auch im Austausch zu sein und sich darüber zu unterhalten, wer welche Ansichten hat. Deshalb aus meiner Sicht kann das heute natürlich nur ein kleiner Einstieg sein. Ich werde versuchen, Ihnen einen Überblick zu geben über die ja wirklich fachlich klaren und auch von, ich sag mal, in der Breite genutzten Aspekte zu dem Thema, werde auch mal einige Hinweise geben auf Besonderheiten und so weiter. Und wie gesagt, Ihnen vor allem, mir geht es darum, Ihnen einen kurzen Einstieg in die Thematik zu geben, einen Überblick zu geben und ein Gefühl dafür, wie das Ganze funktioniert. So, starten wir also. Hier mal ein kurzer Überblick auf die Agenda. Ich werde mich bemühen, das Ganze etwa in 30 bis maximal 40 Minuten mit Ihnen durchzugehen. Mal schauen, je nachdem, ob wir Fragen bekommen, wie lange wir brauchen. Als erstes beginnen wir mal mit einem kleinen Einstieg. Also die Frage, wie genau sind nachhaltige Geldanlagen denn eigentlich einzuordnen? Was genau sind nachhaltige Geldanlagen? Ich habe das mal mitgebracht. Das ist für viele von Ihnen, ich sehe das ja auch, viele sind ja auch sehr regelmäßig bei uns in Webinaren, respektive viele von Ihnen sind ja auch Kunden. Insofern, für viele wird das nicht besonders spannend sein. Ich habe es aber mal mitgebracht. Das magische Dreieck der Geldanlage. Das typische Dreigestirn aus Sicherheit, Liquidität und Rendite. Diese drei Faktoren sind bei der Geldanlage typischerweise irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und das ist eben einfach in Kombination mit dem Anlagehorizont, der Risikobereitschaft und der jeweiligen Zielsetzung, die ich eben als Anlegerin oder Anleger habe, dann in Form einer Anlagestrategie beziehungsweise eines Depots umzusetzen. Warum habe ich das mitgebracht? Das hat überhaupt nichts mit nachhaltiger Geldanlage zu tun, sondern es gilt generell für Geldanlage. Ich finde es einfach nur wichtig, dieses Dreigestirn zwischen Rendite, Sicherheit und Liquidität wird natürlich auch durch das Thema Nachhaltigkeit nicht außer Kraft gesetzt. Denn leider, das stelle ich immer wieder fest, auch in teilweise fachlich sehr fundierten Vorträgen oder auch in den Medien, gerade auch so in der Presse, wird es manchmal so dargestellt, als hätte Nachhaltigkeit irgendetwas damit zu tun, dass sich hier dieses Thema Sicherheit plötzlich automatisch deutlich erhöht. Wir werden noch sehen, der Aspekt spielt zwar mit rein, aber in der Regel reden wir, das werden wir auch noch sehen, wenn wir aktuell über nachhaltige Geldanlagen reden, eben über Aktieninvestments. Und da muss man sagen, ich habe das selbst mal in einem Fachvortrag erlebt, da von vollkommener Sicherheit zu sprechen, halte ich doch für etwas verfehlt. Also hier vorab nur mal der Hinweis, der wahrscheinlich Ihnen allen klar ist, aber es war mir wichtig, das nochmal zu sagen. Sozusagen der Ausschluss dieser drei Kriterien gegenseitig, ja, das ist nie komplett 100% alles miteinander vereinbar und daran ändert auch das Thema Nachhaltigkeit eben einfach nichts. Das an dieser Stelle nur mal kurz vorausgeschickt. So, um jetzt
sagen zu können, was genau sind nachhaltige Geldanlagen oder wie sind die denn zu klassifizieren? Auch nochmal ein Klassiker, auch das kennen die meisten wahrscheinlich, wenn man regelmäßig unsere Webinare und vor allem den Kollegen Herrn Leichtweis hört, dann kennt man das wirklich auswendig. Mir ist es aber wichtig, weil es bei der nachhaltigen Geldanlage tatsächlich mehrere Aspekte geben kann, auf die die Nachhaltigkeit wirkt. Denn wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ein Wertpapier, also konkret, wir werden uns heute Abend hauptsächlich eben mit Investmentfonds beschäftigen, habe ich immer einen Inhalt und eine Verpackung. Der Fonds ist die Verpackung und der Inhalt typischerweise eben eine Aktie oder beziehungsweise ein Korb an Aktien. So, soweit erstmal die Systematik, die Sie von uns sowieso kennen. Und diese Unterscheidung hat viele Aspekte und ist für viele verschiedene Bereiche wichtig. Die ersten vier kennen Sie, das sind die typischen, die wir immer nennen, nämlich die Frage, okay, was genau, wie genau funktioniert mein Vermögen? Bekomme ich eben ein Verständnis, welche Inhalte mein Vermögen überhaupt hat? Und das bekomme ich eben nur, wenn ich Inhalt und Verpackung unterscheide und kann dann auch besser künftige Anlageentscheidungen treffen und mein Erwartungsmanagement ist auch viel besser, weil ich nämlich einfach anhand des Inhalts viel besser beurteilen kann, welche Rendite- und Risikoparameter mein Vermögen denn eigentlich enthält. So. Jetzt das dunkelblaue Dickgedruckte ist die Besonderheit in Bezug auf die Nachhaltigkeit, nämlich die Frage, naja, wie umfassend soll die Nachhaltigkeit denn eigentlich sein? Ja, typischerweise, und das ist eigentlich auch das, was aus meiner Sicht zumindest zum heutigen Stand, das ist, was Sinn macht, bezieht sich das Ganze, das werden wir auch noch sehen, auf den Inhalt. Ja, das heißt also auf die jetzt, bei dem Beispiel des Aktienfonds zu bleiben, auf die in dem Aktienfonds enthaltenen Aktien. Typischerweise bezieht sich das nicht zwingend auf die Verpackung, also den Fonds. Denn wenn Sie das weiterdenken, müssten Sie sich wirklich überlegen, okay, ich wähle eine Fondsgesellschaft, ein Management und so weiter, das wirklich auch ja selbst von der Unternehmensführung her komplett nachhaltig agiert. Beispielsweise anhand der Kriterien, die wir jetzt gleich noch hören. Ja, das heißt also, die Frage ist immer, ich vergleiche das gerne mit dem, bitte verzeihen Sie diesen doch sehr stereotypen Vergleich, aber es ist am einfachsten. Ich vergleiche das immer gerne mit dem veganen Lebensstil. Wenn ich mich konventionell ernähre und einfach alles esse, was mir eben so in den Einkaufswagen kommt und ich mir da gar nicht großartig Gedanken drüber mache, dann stellen sich mir beim Einkaufen eigentlich nur die Fragen, was möchte ich denn gerne essen und vielleicht noch, wie viel Geld möchte ich ausgeben. Die Frage, wie das Ganze produziert ist, ob ich auf Tierwohl achte, ob ich auf andere Gesundheitsaspekte oder wie auch immer achten möchte, die stellen sich nicht. In dem Moment, in dem ich aber anfange, andere Aspekte zu integrieren, wie jetzt Extrembeispiel veganer Lebensstil, muss ich mich plötzlich mit Fragestellungen beschäftigen, die hatte ich vorher gar nicht. Nämlich eben die Tatsache, wie genau ist denn jetzt Bio definiert? Was genau bedeutet denn jetzt, gut, ist jetzt bei vegan ein bisschen schwierig, aber was bedeutet denn jetzt bei Eiern eigentlich Bodenhaltung? Das sind alles Fragestellungen, die muss ich mir als konventioneller Konsument, egal ob bei Lebensmitteln oder eben auch bei der Geldanlage einfach gar nicht stellen. In dem Moment, in dem ich sage, Nachhaltigkeit ist ein Thema, ist es zumindest mal ein Aspekt, über den ich nachdenken sollte. Wie weit will ich denn mit meiner Nachhaltigkeit gehen? Nochmal aus meiner Sicht zum heutigen Zeitpunkt von dem, was der Markt auch anbietet und von dem, was wir auch gleich von der fachlichen Seite noch sehen werden, macht es relativ wenig Sinn, das Ganze zu extrem zu treiben und sage ich mal, die Integration zu umfassend zu machen, sondern letzten Endes macht es Sinn, sich da auf den Inhalt, also in dem Fall die Aktien, zu beschränken. So, hier nochmal typische Inhalte, typische Verpackung, das will ich jetzt aber gar nicht großartig kommentieren. Viele von Ihnen, die meisten, wenn ich das so überblicke, kennen das sowieso. Diejenigen, die es nicht kennen, Sie finden auf unserer Webseite extrem viele Videos und Artikel zum Thema Inhalt und Verpackung, Vermögensstrukturanalyse, da ist das alles ganz genau erklärt. So. Jetzt wirklich zum Thema Nachhaltigkeit. Also erstmal ist ja der Begriff Nachhaltigkeit, der ist ja also inflationär verwendet in allen sich bietenden Lebenslagen. Ja, grundsätzlich ist Nachhaltigkeit erstmal
wenn man einfach mal die Definition anschaut, eben ein Handlungsprinzip, bei dem es darum geht, Ressourcen so zu nutzen, dass sie stabil und regenerationsfähig bleiben. Das heißt also, ein System kann so weit genutzt werden, dass es als System nach wie vor funktioniert. Also eben nicht dieses Thema Ressourcenausbeutung, so dass das System am Ende zusammenbricht. Das ist erstmal Nachhaltigkeit. So, das hatte ich eingangs schon gesagt. Das Problem ist jetzt einfach, wir kommen hier mit diesem Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen auch immer in dieses Thema ethisch-moralische. So, und jetzt hat nun mal einfach jeder Mensch, jeder Anleger oder ja auch jeder sehr professionelle Anleger, da sehen wir auch noch Beispiele gleich, eben einfach ein eigenes Werte- und Normensystem. Und es kommt immer darauf an, aus welchem Hintergrund derjenige kommt. Deshalb kann die Auslegung des Begriffs Nachhaltigkeit eigentlich gar nicht einheitlich sein. Und das macht das Ganze eben auf der einen Seite so spannend und auf der anderen Seite eben auch so kompliziert, was die Geldanlage angeht. Ja, ich kann da eben ganz einfach rangehen, kann sagen, naja, ganz ehrlich, es ist jetzt mal besser als nichts. Ja, also um bei unserem Eierbeispiel zu bleiben, selbst wenn es nur das Discounter-Bio ist, ist es immer noch besser als irgendwie total konventionell und immer noch, ich mache das jetzt mal. Genauso werden wir das jetzt auch gleich sehen und das ist eigentlich heute Abend auch so der Ansatz, dass ich Ihnen einfach mal Aspekte an die Hand geben will, wie man es erstmal ganz einfach umsetzen kann. Aber man kann sich da natürlich auch unglaublich viele Gedanken machen. Und es gibt auch schon inzwischen schon einige Anbieter am Markt, die das auch wirklich sehr, sehr umfangreich machen und da wirklich tolle, tolle Lösungen bieten. Ja, aber das ist natürlich eben einfach das Thema. Der Begriff ist nicht einheitlich greifbar. Dann kommen noch dazu, es gibt Sprachbarrieren. Ja, das Thema ist natürlich sehr international. Es wird ja auch oder ist ja schon auf EU-Ebene eine Initiative, dass das Thema Nachhaltigkeit im Übrigen sowieso früher oder später standardmäßig in die Wertpapierregulierung mit einfließen wird. Und jetzt streitet man sich auf EU-Ebene gerade auf Deutsch, Französisch, Englisch, jetzt mal als größten Hauptvertreter, über den Begriff Sustainability. Ja, das ist extrem schwierig, weil irgendwie definiert den halt jeder anders. Ja, in Deutschland ist das Thema Nachhaltigkeit, es kommt auch so ein bisschen aus der Vergangenheit, als wir schon mal so dieses Thema Umwelt- und Ökofonds hatten, immer relativ stark mit dem Umweltaspekt verknüpft. Ich erlebe das auch selbst oft in Beratungen, wenn das Thema Nachhaltigkeit und so weiter auf den Tisch kommt, dann haben Kunden ganz oft erstmal das so im Hinterkopf. Ja, das Thema, es ergeben sich Problemstellungen und Fragen, die man sonst nicht hat. Das hatte ich eben schon angesprochen, Stichwort veganes Essen. Und man muss sich halt plötzlich Gedanken machen. Ja, man macht sich Gedanken, die hatte man halt vorher nicht. Das Schöne ist, es hat halt auch wirklich Mehrwerte und das werden wir jetzt gleich auch noch sehen. Das hatte ich auch schon gesagt. Also aktuell spielt sich die Nachhaltigkeit hauptsächlich auf der Inhaltsebene ab. Also eben auf diesem Thema Aktien respektive Anleihen. Ja, das sind jetzt eigentlich mal so die beiden Hauptkategorien, die es zu betrachten gibt. Ja, das habe ich hier auch mal aufgeführt. Also Aktien von Unternehmen, Anleihen von Unternehmen. Teilweise, also das ist letzten Endes Unterkategorien, ja, also das erlebe ich auch ganz oft. Ich glaube, das Paradebeispiel für nachhaltige Geldanlage ist der Lyxo World Water ETF oder der World Water Index und der am häufigsten gekaufte ETF darauf ist der Lyxo World Water ETF. Weil das ist halt irgendwie, das kann man halt so greifen. Ja, und Wasser, das irgendwie hört sich das super an, ist jetzt auch nichts Schlechtes. Das ist aber erstmal eine Unterkategorie der Nachhaltigkeitsfonds, weil das ist ein themenbezogener Fonds. Es geht nämlich um Wasser. Ja, das heißt, es ist ein nachhaltiger Aktienfonds der Unterkategorie Wasser. Es gibt auch, habe ich auch mal aufgeschrieben, zum Beispiel Themenfonds, die haben den Fokus auf CO2-Reduktion oder, ja, also wir hatten ja letzten Freitag Weltfrauentag, dieses Thema Geschlechtergleichstellung, Gender Equality. Also es gibt Fonds, die haben eben wirklich den Fokus darauf, Unternehmen auszuwählen, die sich besonders stark für dieses Thema Gender Equality, also Gleichstellung und so weiter, stark machen, respektive eine besonders hohe Frauenquote in den Führungspositionen haben und so weiter und so fort. Da ist wirklich, also da gibt es unglaublich viel Auswahl und das bringt uns wieder zum Thema, man muss halt wissen, was man will. Wie speziell will ich werden?
Ja, Stichwort speziell das Thema Green Bonds, das sind dann wirklich eben Anleihen, also Bonds, wie der Name sagt, die eben konkret herausgegeben werden, um einzelne grüne Projekte zu finanzieren. Windräder, Bau von gewissen nachhaltigen Gebäuden etc. Es kann alles Mögliche sein, aber es sind in der Regel sehr Themen, also sehr, sehr fokussierte Projekte. Green Bonds bilden wirklich ein konkretes Projekt ab. So. Genau, dieses Thema Einzelinvestitionen, das ist ja so ein bisschen das, was ich eben schon gesagt hatte. Gibt es, ja, es gibt auch teilweise unternehmerische Beteiligungen in diesem Bereich. Das sind aber alles Sachen, damit will ich mich heute Abend gar nicht beschäftigen, weil die bieten keine ausreichende Streuung, die sind zu speziell. Das macht jetzt einfach am heutigen Abend keinen Sinn. So, das heißt also, wir haben jetzt gelernt, nachhaltige Geldanlagen sind keine eigene Vermögensklasse, sondern es ist sozusagen ein Filter, den man über bestehende Vermögensklassen drüberlegt. So ist die Systematik. So, ein ganz tolles Zitat von Al Gore, der ja wirklich sich in dem Bereich sehr, sehr stark macht. Und zwar ist das aus Davos vom, ich meine, letzten Jahr. Ja, wir haben jetzt, ja, vom letzten Jahr, aus einer Konferenz am Weltwirtschaftsforum, in der er eben sagt, naja, die Nachhaltigkeitsrevolution hat im Prinzip die Ausprägung der industriellen Revolution, also die Auswirkung der industriellen Revolution, aber eben die Geschwindigkeit der digitalen Revolution. Also wirklich erstmal schon ein deutliches Statement, ja, dass er sagt, also dieses Thema ist eben extrem wichtig. Da geht es jetzt natürlich nicht nur um das Thema nachhaltige Geldanlage, sondern geht es generell um das Thema Nachhaltigkeit. Ja, aber da sieht man doch mal, und ich würde sagen, das ist auch absolut zu unterschreiben, das Thema ist extrem wichtig und hat natürlich Einfluss. Ja, wie wichtig und wie groß der Einfluss auch ist, sieht man zum Beispiel mal an zwei Meldungen. Das sind zwei von unglaublich vielen Meldungen zu dem Thema. Die Allianz ist bereits 2018 komplett aus dem Thema Kohle ausgestiegen. Das heißt also, die legen sowohl Gelder im Versicherungsbereich nicht mehr in Kohle bezogene Themen an, beziehungsweise achten da sowieso auch teilweise auf Nachhaltigkeitskriterien, aber die versichern auch keine Kohlekraftwerke mehr, beispielsweise. Und die Hannover Rück macht das ganz genauso. Ja, also zwei sehr, sehr große Versicherer, die doch auch durchaus Gelder verwalten, also große Gelder verwalten so, haben da doch ein deutliches Statement und das ist sowieso so ein Thema. Also dieser ganze Aspekt nachhaltige Geldanlage, deswegen muss ich auch immer so ein bisschen darüber schmunzeln, wenn es heißt, es sei so ein Modethema. Da muss ich sagen, das ist ein bisschen kurz gedacht, weil die institutionellen Investoren, also jetzt hier mal Beispiel Allianz, Hannover Rück, große Stiftungen, die Kirche, wir werden gleich ein Beispiel zu dem Thema sehen, die wirklich große Gelder verwalten. Da ist es jetzt nichts Neues. Ja, also der Ansatz, nachhaltig zu investieren, je nachdem, wie das eigene Wertesystem aussieht, also anhand dieses eigenen Wertesystems, weil wenn ich natürlich so viel Geld verwalte, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mir wirklich komplett eigen was zu strukturieren. Das ist in dem Bereich nicht neu. Ja, so. Nachhaltigkeitskriterien. Ein kurzer Überblick. Also, ich habe mal die drei Hauptkriterien oder die drei ja, Möglichkeiten sozusagen. Die Kriterien kommen ja gleich. Also die Hauptkategorien, das Wort habe ich gesucht, mitgebracht, die es so gibt in dem Bereich. Das erste ist eigentlich am einfachsten. Ja, das ist auch das, was einem wahrscheinlich als erstes so einfällt. Ausschlusskriterien. Das heißt also, ich sage halt, es gibt gewisse Branchen oder sogar einzelne Unternehmen, die schließe ich halt einfach aus, weil die sind bedenklich, beispielsweise. Ja, so, jetzt habe ich es mal dahingeschrieben. Die Frage ist jetzt, wer definiert bedenklich und wie streng ist der Ausschluss? Ja, also sage ich zum Beispiel, wer irgendwie auch nur einen kleinen Dichtungsring für die Konstruktion einer Streubombe herstellt, dieser Dichtungsring macht irgendwie, keine Ahnung, 0,1% des Gesamtumsatzes dieses Unternehmens aus. Ist mir egal,
ist raus, weil das ist ein strenger Ausschluss beispielsweise. Oder sage ich, naja, solange 5% des Unternehmensumsatzes nicht überschritten werden, darf dieses Unternehmen drinne bleiben. Ja, also das sind, da ist immer die Frage, wie streng erfolgt der Ausschluss? Die häufigsten Aspekte, die ausgeschlossen werden, ich denke, das sind auch die, bei denen die meisten Leute irgendwie zustimmen, ja, das ist eben Atomenergie, Tabak und Alkohol, Glücksspiel, Rüstung. Bei Rüstung kommt es extrem darauf an, da muss man wirklich schauen, sind es nur, ich sag mal, sogenannte kontroverse Waffen, also wirklich, ich sag mal, Streubomben und so weiter, oder sind es generell militärische Waffen oder sind es auch zivile Waffen? Das ist zum Beispiel manchmal ein Unterschied. Also die Amerikaner, wenn sie nachhaltige Produkte in den USA anschauen, da ist das Thema zivile Waffen sicherlich nicht ausgeschlossen, weil die Amerikaner überhaupt nicht verstehen können, wie man das nicht als nachhaltiges Kriterium sehen kann. Ja. Erwachsenenunterhaltung ist dafür bei den Amerikanern immer ausgeschlossen. Ja, also das ist so, ja, logischerweise dahinter verbirgt sich natürlich alles, was in irgendeiner Weise pornografischer Inhalt ist, und häufig auch das Thema Gentechnik. So, dann haben wir das Zweite und das ist der Block, der uns eigentlich heute Abend auch am meisten beschäftigt, das Thema ESG-Integration. Ja. Die Buchstaben ESG stehen für Environmental, Social und Governance. Da geht es schon wieder los, ja. Also das sind so drei Begriffe. Da kann der deutsche Wortschatz jetzt irgendwie erstmal nicht so richtig viel anfangen. Vor allem Social ist immer sehr spannend, je nachdem, wie das gerade übersetzt wird. Da geht es jetzt nicht zwingend nur um soziale Projekte. Das habe ich nämlich auch schon häufig gesehen, sondern es geht generell um das Thema. Ja, Social Habits, ja, also wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Welche Arbeitsbedingungen schaffe ich? Wie sind meine Lieferanten beziehungsweise wie sind meine Wertschöpfungsketten gesteuert und kontrolliert und so weiter? Ja, Environmental relativ offensichtlich. Ich habe es mal eingeschrieben: CO2-Emissionen, Wasserverbrauch, wie effizient setze ich Verpackungsmaterial ein? So diese ganzen Themen. Und der dritte Punkt, das ist eigentlich der, also ich sag's mal so. Selbst ein Kunde, also verzeihen Sie mir jetzt das Geschlecht, das heißt jetzt gar nichts, ja, obwohl es oft tatsächlich so ist, dass Männer eher kritisch sind als Frauen dem Thema gegenüber, aber sei beiseite damit. Selbst jemand, der überhaupt nichts mit diesem Thema Nachhaltigkeit anfangen kann, ja, der sagt also ganz ehrlich, ah, nee, also kann ich mich gar nicht mitfinden, ja, hat spätestens bei dem Governance-Punkt wirklich das Thema, dass er sagt, ja, das macht ja Sinn. Ja, da geht es nämlich einfach um gute Unternehmensführung, respektive um die Rausselektion von schlechter Unternehmensführung, wenn die Inhaberstruktur nicht passt, wenn die Aufsichtsgremien nicht funktionieren und halt dieses ganze Thema Bilanzskandale, Korruption etc. Ja, diese drei Kriterien, das werden wir jetzt gleich noch ein bisschen näher sehen. Wie finden die dann auch Anwendung und so weiter? Das spielt ganz viel mit rein. Ja, also wenn Sie sich zu dem Thema mal beschäftigen, gerade in dem Bereich Social, da finden Sie dann ganz viel zu dem UN Global Compact, also quasi diese Richtlinie, die die UN rausgegeben hat. Es gibt ganz viel, was man sich dazu durchlesen kann. Aber das sind mal so die drei Hauptkriterien. So, und das Letzte, nur noch mal der Vollständigkeit halber, hatte ich ja schon gesagt, das ist so das sogenannte Impact Investing, dass man sagt, ich habe wirklich ein ganz konkretes Projekt, häufig dann eben über dieses Thema Green Bonds abgebildet und da möchte ich mich eben einsetzen. Ja, ich habe es mal mit hingeschrieben, es gibt inzwischen auch Indizes, die eben Green Bonds listen. Das heißt also, das ist dann wieder eine doch etwas breitere Streuung, weil man eben sagt, okay, ich hab da eben mehrere Bonds in einem Index drinne und investiere nicht nur in ein Projekt. Aber ich habe schon gesagt, heute jetzt im weiteren Verlauf wird uns das Thema ESG beschäftigen. So, grundsätzlich ist es so, dass in der Umsetzung, wie das Ganze passiert in einem Produkt, also in einem Investmentfonds, ja, ich bleibe jetzt immer bei dem Beispiel Aktienfonds, da gibt es keine Vorgaben. Ja, jeder Produktanbieter kann jetzt grundsätzlich erstmal hingehen und kann sagen, naja, ich definiere Nachhaltigkeit halt irgendwie nach meinen Vorstellungen und setze es in meinem Produkt um. Ja, es kommt eben auf das, wie gesagt, jeweilige Wertesystem und die Idee an, die ich dahinter habe. Es ist natürlich schon so, wenn Sie gewisse
Siegel haben möchten, gewisse inzwischen ja auch internationale Anerkennung und so weiter, dass das Produkt eben nachhaltig ist, dann müssen Sie gewisse Kriterien einhalten. Aber grundsätzlich können Sie erstmal als Produktanbieter machen, was Sie wollen. Es gibt übrigens auch sehr viele Fonds, die kein Nachhaltigkeitssiegel tragen, die aber schon immer Nachhaltigkeitskriterien einsetzen, weil, wie wir sehen werden, machen die ja Sinn. Ja, und sind ja positiv auf die Renditeerwartung. Aber grundsätzlich gibt es da erstmal keine Regelung. Häufig ist es so, dass es Mischformen gibt zwischen diesem, was wir eben gesehen haben, Ausschusskriterien und der ESG-Integration. Ja, das heißt also, diese Atomkraft, Glücksspiel, Tabak und so weiter und so weiter, das sind meistens so Tabu-Ausschlusskriterien, die sind immer raus. Und von dem, was übrig bleibt, da wendet man dann eben diese drei ESG-Kriterien drauf an und schaut sich dann, je nachdem, wie streng man das dann macht, eben an, wie viele Unternehmen bleiben in der jeweiligen Branche und so weiter übrig. So, ich hatte es jetzt eben schon angesprochen. Hier ist es halt relativ oder sehr, sehr wichtig, dass man zwischen aktiven Fonds und ETFs unterscheidet. Das ist grundsätzlich immer eine gute Idee, wenn man das macht, ja. Aber in diesem speziellen Fall ist es eben so, dass aktive Fonds, ja, da ist es eben einfach so, es gibt ein aktives Management und dieses Management kann entscheiden, wie sie Nachhaltigkeit umsetzen möchten. Bei ETFs ist es so, die beziehen sich ja bekanntermaßen eben immer auf einen zugrunde liegenden Index und dementsprechend werden die auch genau das abbilden, was eben dieser Index macht. Und da ist es dann so, so viele Indizes gibt es ja dann auch wieder nicht. Und man kann dann schon relativ genau sehen, was dieser ETF macht, wenn man sich mal ganz kurz anschaut, was der Index macht, respektive meistens sieht man es halt am Namen. Ja, denn ich habe hier einfach mal zwei Beispiele mitgebracht, um das mal plakativ darzustellen, was ich eigentlich meine. Ja, zwei nachhaltige Fonds, es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung oder eine Aufforderung zum Kauf, das wollte ich nur gesagt haben. Mein persönliches Lieblingsbeispiel in der ganzen Diskussion, der Commerzbank Globale Aktien Katholische Wertefonds, der ein nachhaltiger Aktienfonds ist. Man sieht es hier auch, die haben super viele Siegel, ja, also auch FNG-Siegel, das ist so Forum für nachhaltige Geldanlage, das ist so der deutsche Anbieter, respektive die Organisation, die das in Deutschland vertritt. So, ja, also ich meine, da kann man sich jetzt drüber streiten. Nachhaltig ist dieser Fonds. Ja, ich finde ihn jetzt als Frau irgendwie nicht so erstrebenswert, aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Ja, das ist das, was ich meine. Also da gibt es jetzt erstmal erlaubt es, was gefällt. Ja, und hier ist es eben tatsächlich so, die katholische Kirche ist da auch schon seit Jahren der größte Investor in diesem Fonds und dieser Fonds ist ursprünglich auch für die katholische Kirche entstanden. Die katholische Kirche kam damals zu Commerzbank und hat gesagt, wir bräuchten gerne mal einen Fonds für unsere Gelder. So, und da muss man jetzt sagen, naja, wenn ich da als Anleger mit investieren will, kann ich es machen. Aber dann brauche ich mich halt auch nicht wundern, dass da vielleicht gewisse Themen ausgeschlossen sind, bei denen man jetzt, je nachdem, wie das eigene Wertesystem konstruiert ist, sagen würde, also das finde ich jetzt eigentlich irgendwie, passt mir das nicht so. Ja. Das andere Extrem ist dann ein ETF, der iShares MSCI World SRI, also SRI ETF. Das heißt also ein iShares MSCI World ETF mit dem Aspekt SRI. Socially Responsible Investment. Das ist eine von zwei Möglichkeiten, wie typischerweise, also MSCI, und ich habe die jetzt einfach mal als größten Indexanbieter der Welt rausgenommen, wie die Nachhaltigkeit definieren. Ich zeige Ihnen gleich, wie die Systematik genau funktioniert. Ja, das heißt, hier wissen Sie, wenn Sie einmal verstanden haben, wie die SRI oder wie die MSCI SRI-Systematik funktioniert, dann wissen Sie immer, was dieser Fonds macht oder wie dieser ETF funktioniert. So. Das heißt also, in Bezug auf aktive Fonds muss man eben ganz genau schauen. Und da wir das jetzt hier heute Abend nicht für alle Fonds machen können, gucken wir uns jetzt einfach mal ETFs an. Ich habe es mal extra hingeschrieben. Also die dargestellten Methoden sind auf die wichtigsten Aspekte reduziert. Ja, es gibt super tolle Papers bei MSCI, wo die genau darlegen, wie sie das machen. Im Grunde genommen ist es jetzt aber auch erstmal unerheblich, das bis ins Letzte zu verstehen. Es geht um die Systematik.
Es ist relativ wichtig, auch wenn es um das Thema geht, ist es jetzt gut oder schlecht, nachhaltige Geldanlage, wie ist es zu bewerten? Ist es mal wichtig, mal zu sehen, was könnten Punkte sein, die kritisch sind? Ja. MSCI SRI, das ist das, was am häufigsten vorkommt. Also wenn Sie auch mal auf irgendeine ETF-Plattform gehen, Just ETF oder so, und geben mal ein, nachhaltige ETFs und sehen sich an, ja, die meisten sind auf einem MSCI gelistet, also auf MSCI-Indizes abgebildet, dann sind die meisten SRI. Ja, was ist es? Es ist ein Best-in-Class-Ansatz. Und zwar die 25 besten Prozent der jeweiligen Branche oder beziehungsweise des jeweiligen Sektors und des jeweiligen Landes. So, 25%. Das heißt, 75% des ursprünglichen Index fallen raus. Plus, es gibt noch diesen festen Ausschluss, was wir vorhin gesagt hatten. Also wieder eine Kombination. Heißt also, ich habe ursprünglich im MSCI World eben die bekannten 1600, aktuell 32 Titel. Und dann habe ich halt nur noch ein Viertel davon. Ja, das ist eine deutliche Reduktion. Unkommentiert, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist eine deutliche Einengung des Spektrums. Und damit natürlich berechtigterweise auch eine Einschränkung der Diversifikation. Die zweite Variante, die MSCI noch hat, ist die MSCI ESG Leaders Gruppe. Die findet sich, also ich habe sie noch nicht so oft gesehen, ehrlich gesagt. Es gibt sie, es gibt auch ETF-Anbieter, die sich auf diesen Index beziehen. Gleiches Prinzip, nur 50%. Das heißt also weniger konzentriert. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, interessanterweise ist Erwachsenenunterhaltung, zumindest bei denen nicht aufgeführt. Ich weiß nicht, ob sie es vergessen haben bei MSCI oder ob sie es tatsächlich nicht ausschließen. Und Gentechnik. Ja, das heißt also da doch auch schon mal wieder ein kleiner Unterschied. Und man sieht es eben, die Anzahl der Titel ist eben nicht ganz so konzentriert. So, ein Punkt, der hier direkt mit reinspielt, ich will es mal ansprechen, ist der Aspekt Tracking Error. Also quasi, wenn ich mir überlege, ich habe einen MSCI World und darf durch diese Selektion nach SRI beziehungsweise ESG Leaders schränke ich diesen MSCI World hier ein. Einmal auf die Hälfte und einmal auf ein Viertel. Dadurch entwickelt sich natürlich dieser Index nicht mehr 100% genauso wie mein ursprünglicher MSCI World. Das muss jetzt nicht schlecht sein, das kann ein Vorteil sein, das kann ein Nachteil sein. Der sogenannte Tracking Error gibt diesen Fehler an, also quasi zwischen dem gescreenten oder korrigierten nachhaltigen Index und dem Originalindex. Und da sieht man natürlich bei einer Reduktion um 75% auf nur noch 25, habe ich natürlich einen Tracking Error, der ist schon enorm. Ja, das heißt also, wenn der MSCI World 2% meinetwegen plus macht, ja, dann kann das eben wirklich sein, dass ich 1,82% nach oben, nach unten, wie auch immer abweiche. Ja, jetzt mal ganz fachlich einfach dargestellt. So, sei es drum jetzt erstmal, ob das positiv oder negativ ist. Das wissen wir jetzt im aktuellen Punkt ja nicht. So, kurz zu den Mehrwerten. Vieles habe ich ja schon so ein bisschen angesprochen. Ja, also es gibt tatsächlich JP Morgan, Karen Ward, die auch wirklich ja sehr aktiv ist in dem Bereich, die auch in Davos gesagt hat, naja, also es ist tatsächlich so, dass Renditen oder Renditeerwartungen, wichtig, wir reden hier immer über Renditeerwartungen, verbessert werden, wenn man ESG-Faktoren berücksichtigt. Ja, aus der Vergangenheit, diesen Umwelt-Ökofonds, die wir hatten, hat man ganz oft noch bei Leuten, die das mitgemacht haben, ja, dieses Thema, dass sie sagen, ganz ehrlich, nee, ich habe keine Lust auf Rendite zu verzichten für Nachhaltigkeit. Die moderne Nachhaltigkeit hat diesen Aspekt nicht. Es gibt keine Studie, die zeigt, dass es einen Nachteil hat auf die Performance. Es gibt im Gegenteil eher Studien, die zeigen, es hat einen Vorteil. Ich will das gar nicht so groß ausreizen, dieses Thema, weil da kann man schon lange drüber diskutieren und im Grunde genommen will ich auch hier keine falschen Erwartungen wecken, respektive hier jetzt irgendwie das polarisierend darstellen. Aber man sieht es hier mal, ich habe es einfach mal mitgebracht. Das ist ein Vergleich der Jahresrenditen jeweils immer. Hier oben
MSCI World SRI, also das ganz enge Spektrum im Vergleich zum MSCI World, und unten MSCI Leaders, also diese 50% Reduktion. Was man sieht, einfach Fakt, ja, die Rendite seit 2007 ist besser. Im eingeschränkten Index. So, ich habe hier gerade ganz kurz, Entschuldigung, ich habe hier gerade ganz kurz das Thema. Ich gehe davon aus, dass alle anderen eine gute Tonverbindung haben, weil ich habe bisher nur eine Meldung, dass die Tonverbindung nicht funktioniert. So, ja, wir sehen, die Rendite im SRI ist besser. Ja, die Rendite witzigerweise im ESG Leaders ist schlechter. Also wir sehen, es gibt da jetzt nicht zwingend absolutes richtig oder falsch oder wie auch immer. Darum geht es auch gar nicht. Mir ist aber schon wichtig zu zeigen, dass es nicht de facto so ist, dass nachhaltige Geldanlage dazu führt, dass man da 5% nach unten abweicht. Denkanstöße. Denn ich will jetzt hier nicht 1000 Studien wälzen und so weiter, um die Frage zu beantworten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es gibt unglaublich viele Studien und es entstehen aktuell unglaublich viele Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, ob die Integration von Nachhaltigkeitskriterien, also schwerpunktmäßig ESG-Kriterien, zu höheren Renditeerwartungen führt. Die wichtigste Frage hier ist immer, ist es auch wirklich der Grund, ja, oder gibt es andere Gründe? Also jetzt für die Leute, die sich fachlich vielleicht von Ihnen sehr stark damit beschäftigen. Also ist quasi der Zusammenhang kausal, ja? Weil es könnte ja auch sein, dass ich durch Nachhaltigkeitskriterien andere Aspekte aus Versehen rausfilter, von denen die ich mir gar nicht so bewusst bin. Also beispielsweise, ich selektiere eher große Unternehmen raus, weil eher kleine Unternehmen sind nachhaltig oder andersrum. Wahrscheinlich eher andersrum. Ja, die Großen können sich's leisten und so weiter. Und da ich durch diese Selektion eher große Unternehmen im Portfolio habe, ist meine Rendite dann höher. Das hat aber nichts mit der Nachhaltigkeit zu tun, sondern es ist logischerweise nur ein versehentlicher Nebeneffekt. Ja, das heißt also, hier geht es wirklich ganz klar darum, für die Leute von Ihnen, die das vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen kennen, ja, diese Fragestellung, ist es kausal? Und da gibt es wirklich auch MSCI ist da im Moment ganz groß, viele Studien zu machen, die sich mit der Fragestellung beschäftigen. Aktuell ist es so, die meisten sagen, es gibt tatsächlich kausale Zusammenhänge. Ja, fest steht, und das ist ganz klar, dass der Governance-Aspekt ein unbeschritten sinnvolles Element für das Risikomanagement eines Portfolios darstellt. Weil der Ausschluss von, ich habe es jetzt einfach mal so plakativ gemacht, den Volkswagen, Tescos dieser Welt. Ja, also denen, bei denen man sagen muss, Unternehmensführung geht so, offensichtlich habt ihr nicht so richtig im Griff, wie das alles funktioniert. Ja, also ich meine, Tesco war ja wirklich so eine Thematik, dass die sind nach und nach aus allen ESG-Rankings rausgefallen und hatten ja später einen Bilanzskandal. Weil, wenn man sich das genauer angeschaut hat, konnte man das schon sehen. Ja, das heißt also, das ist ein bestritten sinnvoller Aspekt. Und das ist übrigens auch der Grund, warum die meisten institutionellen, professionellen Investoren das Thema schon lange auf der Agenda haben. So. Und es gibt eben, das habe ich schon gesagt, keine Studie, die bisher zu dem Ergebnis kam, dass die Integration eben negativ ist. Natürlich ist es hier wichtig, das Maß der Einschränkungen ist relevant. Ja, es gibt so ganz spezielle Fonds, die sind dann aufgelegt für ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel Kirche, ja. Also ich meine, das kann man ja wirklich auf die Spitze treiben. Oder man kann eben sagen, naja, mir ist es halt auch noch wichtig, dass der Anbieter auch noch nachhaltig ist. Und ich will, dass auch die ganze Vertriebskette nachhaltig ist. Dann muss man sagen, okay, dann kommt man vielleicht wirklich irgendwann an den Punkt, an dem man dann halt, ich sag, ohne dass ich da Vorurteile habe, einfach nicht mehr mit den besten Leuten ihres Fachs zusammenarbeiten, sondern halt mit denen, die nachhaltig sind. Und da ist halt immer die Frage, wie stark will man das aus? Leben. So. Und das ist eigentlich etwas, was mir total wichtig ist, weil das auch was ist, was ich immer wieder in der Beratung sehe. Es gibt eine emotionale Rendite und es ist ein positives oder hat positive Auswirkungen auf das Anlegerverhalten. Denn wir wissen, schlechtes Anlegerverhalten, also dieses Thema prozyklisch handeln, viele Transaktionen, Verluste realisieren, weil man nervös wird, etc. ist ja der Hauptgrund, dass man eben Anlageziele langfristig nicht erreicht. So, und es zeigt sich eben ganz deutlich, einmal durch Studien, aber auch,
ich kann das absolut bestätigen. Durch die Integration von Nachhaltigkeitskriterien erhält das Portfolio einen emotionalen Zusatznutzen. So habe ich das jetzt einfach mal genannt. Ja, das heißt, es ist völlig unbestritten, dass ich als klassischer Investor, der sagt alles, ich lege Geld an, um Geld zu verdienen, so einfach gesprochen, ja, nicht bereit bin, dauerhaft auf Rendite zu verzichten. Darum geht es auch nicht. Aber es kann eben helfen, in schwierigen Marktphasen diszipliniert am Portfolio zu bleiben und zu sagen, naja, okay, das ist ein Zitat einer Kundin von mir, die gesagt hat, naja, wenigstens tut mein Geld was Gutes. Wir warten jetzt halt ab. Ja, also das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. So, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den man sich durchaus mal überlegen kann. Das muss nicht für jeden von Ihnen zutreffen, aber es gibt doch einige, die sagen, ach, naja, das finde ich einen ganz netten Nebeneffekt. So, das heißt also keine negativen Auswirkungen und es gibt einen emotionalen Zusatznutzen. Was ist kritisch anzumerken? Vielleicht noch zum Ende. Zum einen, wir erinnern uns eben an den Tracking Error. Ja, der Tracking Error ist ein Aspekt, der ist kritisch anzumerken. Der ist jetzt für private Anleger nicht so zwingend elementar. Also für viele professionelle Investoren, gerade für Vermögensverwalter, kann das ein Thema sein, weil natürlich immer das Thema ist, man muss sich immer am Markt messen lassen. Und wenn ich dann eben bewusst durch eine Entscheidung, weil ich eben den Markt einschränke, meinetwegen auf 25% durch die SRI-Kriterien, dann habe ich natürlich immer als Vermögensverwalter das Risiko, dass der Kunde oder die Kundin sagen, naja, also ganz ehrlich, der Markt hat jetzt irgendwie 10% gemacht, warum haben wir denn nur 8 gemacht? Oder wir haben 2 gemacht und der Markt 4. Warum? Ja, da ist es eben einfach wichtig, dass man sich also auch wenn man es für sich macht, dass man sich selbst klar wird, warum man diese Entscheidung getroffen hat. Weil man sich bewusst dafür entschieden hat, diesen Aspekt zu integrieren. Und dann muss man eben, wie es immer so ist, auch mit den Konsequenzen leben, seien die jetzt mal übergangsweise positiv oder eben auch negativ. Ja, so. Was man sagen muss, leider aktuell ist das Produktspektrum gerade im Fixed-Income-Bereich, also im Anleihebereich, nicht besonders groß. Das heißt, wenn wir jetzt auf der ETF-Ebene bleiben, ist es manchmal etwas schwierig und fachlich dann auch nicht mehr 100% vertretbar, wirklich 100% nachhaltige Portfoliokonstruktionen zu schaffen. Ja, wenn man eben sagen, da muss man halt wirklich sagen, naja, ganz ehrlich, wir greifen eben auch mal noch auf ein oder zwei Positionen, die vielleicht nicht den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, aber sie sind einfach die besseren Positionen. Ja, und dann natürlich nicht zuletzt auch so fragen, was passiert denn mit Anlageklassen wie beispielsweise Gold? Weil da sind wir uns wohl einig, dass der Goldabbau, egal wie man es dreht und wendet, nicht nachhaltig ist. So. Ist es wirklich so einfach? Auch wieder Davos, Head of Investment Strategy bei AXA, der sagt, es ist einfach, es ist ein No-Brainer. Ja, es ist ein No-Brainer, weil es hat nur Vorteile. Ja, also wir haben ja jetzt auch ein paar Einschränkungen gesehen, aber im Grunde genommen würde ich es einfach mal so unkommentiert so stehen lassen. So, gut, letzter Punkt, Herleitung einer Anlagestrategie. Also grundsätzlich, das ist ein Bild, das kennen Sie auch wahrscheinlich fast alle. Das ist das klassische Thema, wie man unserer Meinung nach am besten hergehen sollte, eine Anlagestrategie herzuleiten. Nämlich erstmal sehr systematisiert und erstmal basierend auf dem, was man aktuell hat, um überhaupt zu wissen, welche Entscheidung muss ich überhaupt treffen. Ja, also nicht zu sagen, naja, also auf der grünen Wiese würde ich jetzt das und das machen, weil die meisten von uns fangen ja eben nun mal nicht auf der grünen Wiese an, sondern haben schon irgendwelche Anlagen. So, diesen ganzen Prozess theoretisch kann man nachhaltig gestalten. Alles. Ja, das heißt also, in Bezug auf die Anlagestrategie hat Nachhaltigkeit zahlreiche Aspekte aus meiner Sicht. Und da ist eben auch wieder die Frage, wie weit will ich das treiben? Wie stark will ich das eben einfach umsetzen? Ja, also eine nachhaltige Herleitung der Strategie aus meiner Sicht völlig unabdingbar. Nachhaltig bedeutet in dem Fall für mich, dass sie eben so gestaltet ist, die Strategie und so hergeleitet ist, dass ich auch in einer schwierigeren Marktphase als Anleger damit umgehen kann. Ja, das heißt, optimalerweise passt die Strategie zur aktuellen Situation, den Zielen und berücksichtigt eben die zuvor gesehenen Einflussfaktoren wie Risikobereitschaft, Vermögensstruktur, benötigte Liquiditätsströme etc. Wertpapierauswahl? Gut,
Das haben wir uns ja jetzt eben gerade sehr genau oder mal etwas vertiefter angeschaut. Wie weit soll die Nachhaltigkeit hier halt gehen? Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ja, wie weit in die Wertschöpfungskette soll es da gehen? Und wie konsequent will ich das umsetzen? Ja, sage ich, alles klar, ich will das wirklich von vorne bis hin. Ich meine, theoretisch müssen Sie sich überlegen, wo sind denn die Wertpapiere gelagert, bei welcher Bank? Ja, es gibt Anleger, die gehen so weit. Man muss sich halt immer fragen, was ist jetzt wirklich der Sinn? Oder mit welchem Anspruch gehe ich das Ganze an? Heißt nicht, dass es nicht irgendwann den Punkt gibt, an dem das alles kein Problem ist, aber heute ist es ein Problem. Ja, weil es gibt nachhaltige Banken, die sind aber so unfassbar teuer, dass man sagen muss, da macht das alles überhaupt keinen Sinn mehr. Weil am Ende wird ja schon noch Geld angelegt, um Geld zu verdienen. So. Und dann eben die Umsetzung. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ja, das geht eher so ein bisschen in meine eigene Richtung, beziehungsweise in die meiner Zunft, ja, zu sagen, okay, also die Umsetzung, die Kosten, die Transparenten so weiter, die Betreuung sollte natürlich optimalerweise auch nachhaltig sein. Ja, wenn Sie das jetzt selbst machen, dann haben Sie diesen Punkt natürlich nur bedingt. So, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, Problemfall Anleihequote. Das ist ein Portfolio, das tatsächlich auch real so existiert. Und das ist eben genau dieser Punkt, den ich angesprochen habe, die Sie sehen. Die Aktienquote ist komplett nachhaltig konstruiert. Auf der Rentenseite ist es eben tatsächlich ein Problem. Ja, man kann das schon machen, gerade im Unternehmensanleihebereich gibt es da sehr viel. Aber der Punkt ist halt einfach, will ich im Moment überhaupt Unternehmensanleihen? Wie viel will ich davon und so weiter? Und man sieht das sogar hier auch, das Beispiel Gold. Ja, haben wir diskutiert. Letzten Endes war es eben so, dass wir gesagt haben, naja, Gold in dem Fall besteht noch nicht und so weiter, gehört als Absicherung mit rein. Also haben wir gesagt, gut, es ist nicht nachhaltig, aber es gehört halt mit rein. So, das heißt also da vielleicht mal so als Abschluss nochmal, um das Ganze auch so ein bisschen zu relativieren. Ich weiß, das Thema wird teilweise sehr, ja, fast schon religiös gesehen. Ja, also gibt ja auch viele Berater, die dann wirklich sagen, also ich mache nur noch das, ich mache nur noch Nachhaltigkeit und ich biete auch gar nichts anderes an. Ich finde immer, also im Aktienbereich macht es unglaublich viel Sinn, im Unternehmensanleihebereich auch. Und es gibt aber einfach Bereiche, da macht es keinen Sinn, respektive, wenn es kein Produktangebot gibt, das gut ist, dann ist es eben so. Ja, also hier vielleicht nochmal abschließend, so als kleiner Anstoß. Es muss nicht alles nachhaltig sein bis ins Letzte, wenn es einem dann wirklich letzten Endes zu einem Nachteil ist, wenn man es wirklich bis zum Letzten umsetzen würde. So. Damit sind wir auch am Ende der Präsentation. Fragen gab es bisher keine. Ich werde